So, und jetzt springen wir aber zu dieser entscheidenden Szene des Spiels zurück. Du hast gesagt, Schweinsteiger war da raus. Vorher war noch drin beim Stand von 0:0. Und dann passierte dieses Duell mit Diego. Da haben wir es eingekreist. Thomas, ganz einfache Frage, Tätigkeit ja oder nein? Ja, für mich ist das eine klare rote Karte. Ich weiß nicht, wo da der Linienrichter hingeguckt hat. Hier sieht man es nochmal, er stößt ganz klar mit beiden Händen. Ich weiß nicht, wo der vierte Offizielle, der ja auch eine Schiedsrichterfunktion hat, der solche Dinge auch anzeigen muss, wenn er sie sieht. Dafür steht er an der Mittellinie und soll auch das Spiel beobachten. Und es war ja gefühlte 15 Meter von seiner Position her weg. Vielleicht war er wieder irgendwie mit den Trainern beschäftigt. Aber für mich ist es ganz klar eine rote Karte. Und dementsprechend hat Bastian ein Riesenglück gehabt, dass er das Spiel dann zumindest noch bis zur 62. Minute. Schweinsteiger hat Geld bekommen. Nur zu, hauen Sie rein. Hier, kein Problem. Ja. Was könnte den Schiedsrichter motiviert haben, da nur Gelb zu ziehen? Also ich kann es mir eigentlich nur so erklären, dass er es nicht genau gesehen hat. Dass er nur gesehen hat, dass er halt außerhalb des Zweikampfes einen kleinen Schubser, nicht jeder Schubser muss rot sein, in dem Fall hat er ihn vielleicht einfach unterbewertet, die Härte dieses Schubsers. Und insofern hat er ihm da Gelb gegeben und nicht Rot gegeben. Aber das ist schon eine sehr, sehr diplomatische Auslegung für den Schiedsrichter. Also das ist eine ganz klare Fehlentscheidung, da muss man glaube ich nicht diskutieren. Ich darf trotzdem sagen, natürlich kann man da Rot geben, aber es ist auch lächerlich, wie da die Leute zu Boden fallen. Wenn das bei uns irgendwo auf dem Freiplatz passieren würde, ja, das ist, ich würde es wenigstens sagen. Ja, wir sind uns doch darüber hoffentlich einig, dass der Stoß auf dem Freiplatz im normalen Kick nicht ausreicht, um weinerlich zu Boden zu gehen. Ja. Ja, natürlich möchte er da die rote Karte nur ziehen. Nur wie Diego mal trotzdem. Guck mal, der kriegt ja zwei Schubser. Ich sag ja nicht, dass das toll war von Schweinsteiger. Ja. Ja. Erst kriegt Diego einen Schubser, da fällt er noch nicht. Und dann kriegt er hinten eins an den Kopf. Gut, ich hab ja nur... Ich muss ja, glaube ich, auch sehen, dass, ich glaube, ein paar Minuten vorher wurde Schweinsteiger gefoult von Diego. Das ist korrekt. Ja. Ich glaube einfach, und dass das einfach ein Frustfoul oder ein Frustschubser war von Schwein. Und deswegen auch, wie Thomas sagt, da kannst du Rot geben. Da kannst du Rot geben. Also er hat schon ein bisschen Glück gehabt. Tom, also du hast deine Meinung hier exklusiv in der Runde im Augenblick. Okay. Nee, ich habe doch gesagt, dass man Rot geben kann. Ja, dann ist gut. Dann ich sage nur, dass trotzdem jeder sich überlegen muss, im Sinne der Werte des Fairplay, dass es nicht sein muss, dass man da zu Boden sinkt, als ob man gerade getroffen wurde von der Kugel. So, das habe ich nur sagen wollen. Ja. Damit ist es auch gut verstanden worden. Wir sollten mal aufpassen, dass wir nicht jetzt Diego, der ja sowieso immer, da wird ja immer gesagt, das ist der Schwalbenkönig und so weiter. Also wenn jemand geschlagen oder gestoßen in der Form wird und sich dann zu Boden fällt oder wenn er dann eben runtergeht, dann ist das völlig legitim. Also wir sollten jetzt nicht das Opfer zum Täter machen und dann sagen, ja, der hat sich da jetzt fallen lassen. Also ich halte da nichts davon, zumal es ja auch eine Tätigkeit, die noch nicht mal irgendwie zu einem Schlag führt, sondern nur der Versuch ja auch strafbar ist. Also von daher ist es für mich eine klare Tätigkeit und dementsprechend auch eine klare Rote Karte. Es ist bitter für Wolfsburg, weil die zuletzt als so viele besserweise gegen sich hatten. Ja? Die müssen sich natürlich dann fragen, gut, und jetzt macht Bayern das und der bleibt drauf. Ja? Das war auch das Argument, 4 Auswärtsspiele, 4 Platzverweise. Da sind sie nachdenklich geworden. Und wenn eine Heimmannschaft auch so eine Tätigkeit begeht, da passiert dann eben nichts. Das war, glaube ich, auch, ich glaube, der Hintergrund für den Protest der Wolfsburger.